Die Shopping-Tour geht weiter bei GTA Online. Wir haben nach wie vor immer noch unsere über 2 Millionen, also 3,4 Millionen, um zu sein, noch in der Tasche. Und ja, ich wollte mir aber noch mal ein bisschen was in meinem Fuhrpark packen und deswegen gehe ich noch mal zu Legendary Motorsport. Da suche ich mir mal eine neue Kiste aus, die ich dann halt komplett aufrüste. Und ich tendiere echt zu diesem Adder. Ich weiß nicht warum, aber ich tendiere wirklich zu diesem Adder. Weil der Adder, der sieht doch schon echt krass aus. Und ist somit aber auch der teuerste Auto, was man sich hier überhaupt leisten kann. Oder. Warte. Wo war denn die andere Kiste? Da, der ist auch nicht so schön. Nicht so schlecht. Entschuldigung. Dieser Bullet wäre jetzt auch noch eine Überlegung wert. Aber ich glaube, ich tendiere doch wirklich mal zu diesem Adder. Ob ich mir ihn hole? Ja. Natürlich hier in den Eclipse Towers. So, jetzt haben wir noch 2,4 Millionen. So, ja. Jetzt haben wir uns den Adder doch gekauft, ja. Das restliche Geld heben wir uns auf für die ganzen harten Dinge davon. Also, so diese harten Gerätschaften hier, wie zum Beispiel Panzerwagen und so was alles. Die werde ich dann dafür halt aufwenden. So, ja, was nehme ich denn jetzt noch? Ja, Simeon möchte, dass ich hier irgendwelche Fahrzeuge schnappe. Okay, ja, das brauchen wir alles nicht. Wir werden mal wirklich mal dazu tendieren, mal unseren Charakter neue Waffen und so alles freischalten zu lassen. Und dabei noch nebenbei Geld zu verdienen. So, aber vorher müssen wir nochmal in unsere Garage. Mal gucken, ob wir da schon mal was verändern können an unseren Karren. So, wir sehen jetzt hier, den muss ich auf jeden Fall noch verändern, weil das gefällt mir nicht so mit den orangen Streifen. Im Dunkeln sah der ja nicht mehr so schlecht aus, aber gut, okay. Na, hier haben wir jetzt noch unseren Dominator. Und da haben wir unser neuestes Stück, und zwar ist das unser Muscle Car, der Gauntlet. Den müssen wir aber noch vollenden. Und das machen wir jetzt auch. Okay, na gut. Dann fahren wir mal zu unserer Werkstatt des Vertrauens. Ein bisschen leicht an der Kiste schon die Macht ihr habt, aber na gut. Wie ihr sagt. Oh, Einfahrt verpasst. Ist ja kein Problem. Hat sich jetzt schon schwierig hier, das Ding. Sollten wir mehr driften. Natürlich auch schwer strehen. Okay. What can the best mechanic in LS do for you? Überhaupt unser Geld jetzt schon in Sicherheit gebracht? Da können wir jetzt sowieso nicht nachgucken. Reparieren wir die Kiste. Und gucken wir mal bei Panzerung. Panzerung hatte ich. Bremsen kann ich nicht machen. Motor kann ich nicht machen. Sprengstoff? Nee, lieber nicht. Lackierung war okay. Federung konnte ich nicht viel machen. Getriebe konnte ich nicht viel machen. Turbo konnte ich nicht machen. Reifenzubehör. Natürlich Tuningreifen, schusssichere Reifen und dann brauchen wir noch Grünreifenqualm. Ich glaube, Grünreifenqualm hatten wir es noch nicht. Fenster habe ich ja schon gemacht gehabt. Gut. Und damit ist auch der Dominator fertig. Der Gauntlet, Entschuldigung. So. Und dann können wir schon mal unseren Adder noch verändern. Weil soll ja sie die schnellste Kiste sein. Natürlich braucht diese Kiste da noch einen kleinen Feinschliff, den verpasse ich ihr jetzt. Und im Gegensatz zu anderen Supersportwagen soll der Adder ja ein kleines Manko bei Beschleunigung haben. Aber jetzt haben wir jetzt erstmal hier unsere Kiste.
So. Ja. Jetzt noch schnell den Adder und dann kann's auch losgehen. Wir machen mal wieder ein paar Missionen und leveln unseren Charakter auf. So, da ist unser Adder. Unser neues Schmuckstück. Ja, wie gesagt. Aber den noch schnell zur Tuning-Werkstatt. Und dann haben wir die Geschichte auch erstmal durch. Oh, 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 oh. Okay. Noch. Doch gut, die Kurve kriegt. So, jetzt hier runter. Dann müssen wir da runter. So, dann haben wir das dann. Hi! So, und jetzt überlegen wir uns, wie lassen das Weiß am besten? Aber wir setzen erstmal die Panzerung rauf. Dann machen wir die Bremse, können wir nicht, den Motor können wir nicht, den Sprengstoff sowieso nicht. Hupe. Gefällt mir immer noch am besten. Scheinwerfer, Neon. Neonfarbe. Ne, Neonanordnung. Erstmal hier natürlich hier das Beste, was es gibt. Und dann. Rot-Weiß? Nee. Goldene Dusche? Nee. Machen wir irgendwas blau. Elektrisch blau? Ne, blau. Blau ist ganz gut. Machen wir die Kiste blau-weiß, genau. So. Schutz vor Diebstahl und Verlust ist ja alles noch mit drinne. Nummernschild. Blau-weiß 3. Lackierung, Primärfarbe. Jetzt geht's los. Metallic. Diamantblau. Passt. So, Sekundärfarbe. Irgendwas stärkeres Blau, weiß ich denn. So. Rennblau. Rennblau klingt gut. So, jetzt, Federung, natürlich immer untergesetzt. Den Getriebe können wir noch nicht. Turbo können wir noch nicht. Reifen. Felgentyp. Luxus. Chromfelgen. Nö, wir nehmen Serienfelgen. Was gibt's denn hier so? Alles. Carbon Inferno. Ja. If that car was a woman, I'd guess her. So, dann noch den, die Felgenfarbe. Och, wie süß, da kommen wir. Vogelgelb. Irgendwas Blaues am besten. Ah, da war er schon. Nee. Königsblau. Ja, der passt doch. So, Tuning-Reifen, schusssichere Reifen, blauer Reifenqualm. So, Fenster, natürlich. Fertig. Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten, aber so kann ich es erstmal lassen. So, und wer mich in dieser Kiste denn abwuchsen will, der kann erstmal schön ordentlich meine Versicherung zahlen. Damit können wir auf jeden Fall angehen mit der Kiste. Hier in GTA geht es ja auch bloß darum, dass man protzen tut. So, ja. War es das erstmal? Wir werden jetzt Missionen starten.
Das war irgendwas richtig hartet. Irgendwas. So, wir drücken also Escape. Hier auf Online. Dann nehmen wir auf. Jobs natürlich. Nicht zu viele Jobs, sondern Job spielen. Und von Rockstar erstellt. Und dann Missionen. Und dann gucken wir mal. Offen 30, 35. 30. Kiste an der Küste. Gibt es noch irgendwas, was höher liegt? Nee, wir bekommen wirklich nur die. So. Ja, wir wollen die Mission starten. Dann machen wir damit. In den letzten Folgen ist mir aufgefallen, also in den letzten beiden Folgen ist mir aufgefallen, da wo wir den Geldregen hatten, dass wir da ein kleines Missgeschick passiert ist. Und zwar ist die Tonspur von meiner Stimme nicht ganz so laut gewesen. Entschuldigung dafür. Einstellung bestätigen und dann geht's los. Schnellstart. Wir müssen ja leveln. Wir sind erst Level 33. Und das wollten wir jetzt natürlich verändern. Theoretisch könnte ich eigentlich auch Heist-Missionen mitmachen. Das wäre vielleicht sogar noch lukrativer. Ich denke mal, wir werden Heist-Missionen dann machen. Wenn wir die Geschichte hier vorbeigebracht haben. Gut, okay. Was sollen wir nochmal machen? Eine Crew betreibt ein lukratives Import-Export-Geschäft entlang der Küste von Palomino, das aber bald in deine Hilfe entschieden weniger lukrativ wird. Fange ihre nächste Lieferung an und bring sie zur Übergabestelle. So, dann warten wir noch eine Minute ab jetzt. Und dann schauen wir mal. Wie gesagt, wenn jetzt in der nächsten Minute nichts passiert, alles klar, wisst ihr Bescheid, dann mache ich das alleine. Ja. Wie gesagt, bisschen jetzt hat sich schliffen jetzt in letzter Zeit. Ich werde das nochmal in einer separaten Folge nochmal extra runterbringen, wo ich dann niederspreche, wie das jetzt so ein bisschen geschliffen hat jetzt bei den ganzen Folgen. Einerseits GTA, denn halt FTB und bei Robocraft muss ich auch unbedingt noch weitermachen. Wie gesagt, wenn ihr da irgendwelche Vorschläge habt oder so, oder wenn ihr euch wünscht, kann ich da noch andere Spiele spielen, wenn ihr wollt. Wie gesagt, bin da ganz Ohr. Gut, dann geht's los. Ein kleiner Soundtest. Ein bisschen lauter hier gemacht. Oh, ist vielleicht ein bisschen zu laut. So ist vielleicht besser. Ja, wie gesagt. Schau mal kurz, ich habe jetzt gerade Ladebildschirm. Okay. Wo ist mein Auto? Wo ist mein Auto? Da ist mein Auto. Oh, falsche Taste. Jetzt kann ich annehmen. Your car is making me hot down below. Da ist es nicht die richtige Wahl. Lief ja richtig gut. Na gut. Wenn schon, denn schon. Oh, dann geht's los. Genau.
geht's weiter. Da hinten ist noch einer. So, dann haben wir den. Oh man, sieht meine Kiste feierwaltig aus. So, gut. Legen wir die Strecke zurück und machen erstmal hier. Bringe das Ding halt nach Hause. Wow. Steig ein da. Gut, raus hier. Oh. Ja, wie gesagt, schnell weg hier. Scheint jetzt, eigentlich ja nicht mehr so schlecht zu laufen. Ich hoffe, die Belohnung, die sagt das gleiche denn. Aber hauptsächlich geht es uns nur darum, dass wir Erfahrungspunkte sammeln, wie ein Bekloppter. Oh, guck mal. Da können wir explodieren. Oder? Nicht? Na gut. Dachte. Guck mal noch kurz da unten. Nein! Das gibt's nicht! Alter, der hat mich fertig gemacht. Kein Leben mehr. Ja, jetzt haben wir richtig verkackt. So. Hachi ist der Einzige, der noch lebt. Aber es sieht jetzt echt nicht gut aus. Naja, gut, wir werden dann wahrscheinlich die Heist-Mission dann machen. Aber das erst in der nächsten Folge. Also, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss!